Was bisher geschah. Für den Industriellen William Hamilton aus Maniston, Kanada, klären wir, Karl Faubert, einen einfachen Fall von Vandalismus auf. Bei unserer Ankunft im Supermarkt von Maniston finden wir jedoch lediglich den Leichnam unseres verstorbenen Auftraggebers. Während wir in einer unerwartet frostigen Umgebung ermitteln, treffen wir auf zu Eis gefrorene Bewohner und ansonsten gänzlich verwaiste Häuser. Der einzige, der uns persönlich Auskunft geben kann, ist der alte Roser, der uns einen Wintermantel anbietet, wenn wir ihm einen Karibu bringen, wobei es sich wohl um eine Art Schnaps handelt. Das mystische Sagenbuch des gealterten Mannes und die Zeichnung des achtjährigen Martin Blair berichten uns von dem Wendigo, der hier in der Gegend angeblich nicht das erste Mal sein Unwesen treibt. Ob es den Wendigo wohl wirklich gibt? Und wenn ja, wird er sich von Karl bezwingen lassen? Es macht mir so Angst, diese Wendigo-Spuren. Du musst Fotos machen, damit wir wissen, wo sie langgehen. Wölfis. Ja. Die führten ja nach da. Nach da. Nach da, würde ich sagen. Das können wir auch wieder behalten. Sind die in die Hütte gegangen? Kannst du mal bitte die Tür der Hütte fotografieren? Soll ich es behalten? Ja. Ach so. Das war aber nicht notwendig, ne? Man hätte es auch wegwerfen können. Wo sind die Wendigo-Spuren? Ja, mach nochmal da irgendwie so einen Weitwinkel. Also okay, jetzt mach ich hier erstmal wegwerfen. Ja. Oh, wir müssen einen neuen Film. Ist es das erste Mal, dass wir den wechseln? Ja, irgendwie schon. Na denn. So, ich mache jetzt hier, ja? Jo. Ja, da sieht man sie. Da gehen sie weg, da wo die Wolfsspuren lang gehen. Ja. Der ist da so rumgetrampelt, hat da den Pfeil reingesteckt und ist wieder abgehauen. Ich schätze mal, dass irgendwer den Wendigo gerufen hat und er geht dahin, wo die Pfeile stecken, ne? Wahrscheinlich, ja. Wollen wir trotzdem in die Hütte gehen? Ja, ja. Ich weiß, ich nerve. Nein, überhaupt nicht. Ich will immer so viel. Oh, die Musik single window to brighten things up. The inside of the cabin was almost pitch black. Beware of close encounters of knee and furniture. Okay, wir brauchen Licht und der Feuer. Ach, ich habe keinen Scheit. Ah, hier ist ein Scheit. Da ist ein Scheit. Das ist übrigens schon wieder das Lied, ne? Ja. Dein liebstes Lieblingslied. Klopapier! So, ist hier vielleicht, was ist das? Ein Koffer mit sauberen Kleidern. Da ist boah, ist das eine schöne Tasche. Nichts. Wie nichts? Immer nichts. So ein Dreck. Bier? Ja, das kann man aber nicht mitnehmen. Tritt halt um. Das kann man nicht was mitnehmen. Was haben wir jetzt hier? Ne? Ja, schon wieder so ein Schraubenzieher-Fetischist. Ah, Cookie. Jetzt kannst du dich nicht lassen. So, das ist bestimmt auch wieder ein Schritt vor der vom Ende, ne? Ist doch so ein Patience, solitär. Ja, ja, genau. Eine Passion. Naja, müssen wir jetzt nicht lesen. A card game only hermits can truly enjoy. Carl felt depressed at the thought of playing this. Ich mag das. Ich mag das sogar sehr. Guck mal, hier haben sie auch gepafft. Hier haben sie auch gepafft und ein bisschen Brot genagt. Eigentlich wäre das voll mein Urlaub. Schon wieder. Es war mal unser Urlaub. Wir haben diesen Urlaub mal gemacht. Zigaretten. Ja, die benutzen wir irgendwie auch nicht so richtig. Ja, wir rauchen gleich mal eine. Ach nee, brauchen wir eigentlich nur, wenn wir Stress haben. Ja, aber wir haben keinen Stress. Oh, das war ein bisschen anders, das Lied, oder? Nee, doch nicht. Oh mein Gott. Jetzt habe ich Angst. Okay, wenn man sowas braucht, das ist ein Medikit. Ja, jetzt habe ich Angst. Jetzt ist der Punkt erreicht. Scheiße, ey. Hoffentlich finde ich rechtzeitig die Waffe. Oh Gott, nee, wir haben ja gar keine Patronen. Kannst du mal gucken, hier links sind ganz viele Vorräte. Oh, brauchen? Da ist Klebeband. Oh, Klebeband. Aber ist hier vielleicht auch noch irgendwas, was wir brauchen für ein Karibu? Oh. Kein Mangel an Lebensmitteln. Also wir haben ja jetzt auch einige Hinweise schon erhalten. Und Karibu soll eigentlich ein Getränk sein, was man zubereiten muss, ne? Oh, guck mal, was ist das denn? Everything was set up for a well-deserved snack. Diesen Karibu. It seemed like the place hadn't been empty for long, but without knowing exactly why, Carl had the feeling no one was coming back anytime soon.
Naja, wenn no one back kommt, dann bin ich ja eigentlich ganz froh. Naja, nicht die, die hier gewohnt haben bis vor kurzem. Ich habe immer Angst, dass wenn man jetzt rausgeht. Ja, ich auch. Aber ich muss ja raus. Ich würde so gerne zumindest die Leuchtpistole haben. Quatsch. Gott, ist es hell draußen. Ja, rausstolperst mit deiner Leuchtpistole. Oh mein Gott. Ja, also was machen wir denn jetzt? Durchsuchen wir jetzt hier irgendwie noch so ein bisschen die Gegend nach den verschwundenen... Ich weiß nicht, was meinst du? Oder gehen wir am Ende... Guck mal, mit rechter Maustaste kannst du zielen. Ja. Wir können ja jetzt auch den Spuren da mal nachfolgen, ne? Hier? Den was? Nein, die unsichtbaren. Ich glaube, die entsprechen denen, aber ich kann... Nein, ich glaube nicht, oder? Kannst du mal... Achso, ja, warte. Meiner Meinung nach sind die nach da weggegangen, die anderen. Genau, ne? Ja, die gehen ja, nach du rechts. Hast recht. Du hast recht. Also wenn wir jetzt richtig investigativ sind, dann müssen wir mal gucken, wo die hingehen. Hier lang, ja? Ja. Sag mal, können wir mal da irgendwie zwischen den Baumstämmen gucken? Hier? Kannst du mal ein bisschen Schritt zurückgehen? Wir müssen ja... So, ja, hier, genau. Guck mal hier. Hier so? Ja, ja, mach mal so. Sag mal. Da ist aber was. Ja. Ja, aber irgendwie hören die da auf, ne? Da ist nichts. Vielleicht gehen die über die Baumstämme rüber? Naja, geh mal den Wolfsspulen gleich hinterher. Vielleicht hast du recht. Aber ich möchte wieder die Pistole in die Hand nehmen. Aber keinen Wolf abknallen. Also im Zweifelsfall der Wolf oder ich, ne? Also. Ja, vielleicht kannst du sie erstmal Angst machen. Ja, wenn ich hochschieße, dann gehen sie ja meist schon weg. Wollen wir ein Foto machen? Wovon? Weiß nicht, von. Hier? Ich weiß nicht. Ich will mal gucken, ob diese Spuren da noch sind. Wir können auch einfach den Wolfsspuren folgen. Vielleicht reicht das ja. Ich folge erstmal ganz kurz den Wolfsspuren. Oh Gott, das führt da irgendwo ins Nichts. Ne? Oh Gott, was ist da hinten? Irgendwas. Das da, ne? Ja, ja. Zieh mal. Was ist das? Ich weiß es nicht. Die Wolfsspuren gehen dahin. Oh, 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 oh. Das ist was Vereistes. Da sind Wölfe. Soll ich in die Luft schießen? Nein, warte, erst mal, was passiert. Ich hab so Angst. Da ist ein Eispfropfen, ne? Ja. Ja, jetzt schieß. Bin abgehauen. Ja. Oh, ich bin so froh. Guck mal hier, da, das müssen wir ein Foto von machen. Wendigo-Spuren. Schnendivo. Das behalte ich aber. Das behalte ich fürs Poesie-Album. Soll ich mal in diese Richtung fotografieren? Ja, ja. Die kamen von dort irgendwie. Ja, ich habe auch das Gefühl. Da, wo die Wolfsspuren hingehen. Na gut, ich würde sogar mit dem Rädchen die Waffe wechseln, aber es geht leider nicht. Mit Rädchen meine ich Mausrädchen. Ich nehme lieber die Waffe wieder in die Hand. Das ist mir irgendwie lieber. Da ist eine Flasche. Ah, wieder so eine leere Flasche. Ja, das ist Quatsch. Die haben hier rumgefummelt. Ja, die haben hier rumgefummelt, aber was? Was haben die hier rumgefummelt? Achso, an dem Feuer. Ah. Ich kann Feuer machen, aber ich habe keine... Was denn? Ich habe irgendwie ein Geräusch gehört, aber ich glaube, das haben wir selbst. Ich dachte, ich mache mal noch ein bisschen Panik. Aber gibt's hier nicht irgendwas? Ja, wir bräuchten jetzt ein Lock, ne? Ich glaube, wir sollten immer sicherheitshalber ein Lock mitnehmen. Mm, wir haben aber gerade keins. Nee. Nee. Ich finde so ein bisschen die Survival-Elemente in dem Spiel ein bisschen verwirrend. Oh Gott, wie du da einfach reinläufst.
Da geht's weiter, da ist schon wieder so ein Stück eingefrorenes Dings, oder? Nee, ich hab's mir eingebildet. Was denn, was denn? Die Spuren hören auf. Oh. Nee, da sind sie. Sind sie. It was so cold. Already Carl siehst du, ich kann nicht weiter. Ja, ja. Das heißt, Das ist wie so eine harte Grenze, einen Lock, ne? Wenn, dann müssen wir uns hier auf halbem Weg nochmal aufwärmen oder so. Ich kann auch nicht mehr rennen. Wenn ihm zu kalt ist, kann er nicht mehr rennen. Das habe ich gehört. Was ist das? Kannst du mal rechts nochmal gucken? Diese Dose da? Nee, ist auch nichts. Da haben sie ja rumgestöbert, ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist irgendwie mit dem Feuer. Ach, shit. Das ist doch, wir fahren da einfach mit Auto lang. Aber es geht bestimmt nicht, ne? Ich meine, ich bin froh darüber, dass die Wolfsspuren nicht vom Schnee bedeckt werden. So dass wir den Weg zurückfinden. Das ist ja schon mal die halbe Miete. So. Sind wir jetzt wieder bei dem anderen Hütte? Nee, 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 die sind richtig. Hm. Ich gehe jetzt hier zurück. Okay, der Wendigo war aber hier. Durch. Ja, der war auf jeden Fall hier, aber jetzt, was machen wir denn jetzt? Das ist auch, nehmen so wir jetzt einen Holzscheit und fahren da, wir haben doch im Auto Holz. Oh Gott, wie die Kamera schon ganz diesig wird, ne? Ja, wir können da nochmal kurz rein. Nehmen. So. Wir können nochmal kurz in die Hütte. Aber da war kein Feuer, oder? Doch. Doch. Doch, doch, doch. Oh, oh, hier, aufwärmen. In Wirklichkeit ist ja gerade Sommer. In echt jetzt bei ja, uns, ja, meinst du? Ja, in echt ist jetzt gerade tatsächlich Sommer. Es ist so gut, dass wir Wollmützen tragen. Aber es ist alles, ja, weil Sommer ist alles ist für nur die Atmung. Bis auf so Schulterhöhe ist hier nur Sommer und darüber ist Winter. So, soll ich jetzt nochmal zu dem Rastplatz gehen? Ich dachte, gehen? Du willst jetzt gerade das Radio anmachen. Nein. Soll ich zum Rastplatz nochmal? Welcher Rastplatz? Naja, da, wo die Wölfe gerade eben waren. Ja, ja, dann können wir ein Feuer machen. Ja. Und dann können wir vielleicht auch weitergehen, meinst du? Ja, vielleicht. Genau. Da, wo das, da rechts müssen wir dann. Wo dieser komische schwarze Punkt ist. Wie ich mit meiner Leuchtpistole hier total sicher. Aber ich habe echt zu viel Schiss, ne? Ich meine, bisher war es ja noch nicht so kritisch, aber... Ich weiß gar nicht, ob man sterben kann im Spiel. Naja, aber wozu haben wir denn sonst dieses verfluchte, mistige Medipack da gerade... Medipack? Medipack da gerade gefunden. Er hat gespeichert. Guck mal, wenn wir jetzt kurz da bleiben, dann wird alles gut. Jetzt ist alles gut, ne? Ich glaube schon. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt wieder an der gleichen Stelle passiert. Das bedeutet, dass wir wirklich vielleicht den Mantel brauchen dafür, um da weiterzukommen. Es fing jetzt hier knapp an, oder? Ja. Oh Gott. Nee, es geht. Oh Gott, ich habe so eine Angst. Wem sagst du das? Können wir mal auf der Karte gucken, wo wir sind? Ich will keine Zeit verlieren. Da so. Da? Wir laufen jetzt zum Gemischtwarenladen. Ja, stimmt. Was für ein Quatsch. Das, so sind die gelaufen, ne? So ist vielleicht deren Route. Weg. Du meinst jetzt die Wölfe, oder? Ja. Ich will zurück zum Ort. Ja, ne? Ich auch. Ist hier auch so kalt wie mir? Ja, gleichzeitig ist mir warm und kalt. Gott, ich will mich nicht verlaufen. Wo sind die Fußspuren? Hier sind meine Fußspuren. So, da ist noch ein Feuer. Da wärmen wir uns doch erstmal auf. Jetzt kann er schon wieder nicht mehr laufen? Ja, genau. So. Dann kann man, nee, man kann immer ein bisschen rennen und dann muss man kurz warten und dann geht's weiter. Ja, es ist saukalt, verdammt nochmal. So, Gehirn ist wieder okay, Wärme ist auch wieder okay, dann können wir weiter. Aber ich finde es merkwürdig, dass sie jetzt... Ah, hier kann er nur das... Na, brauchen wir nicht. Nein, auch nicht das.
Okay, das heißt, wir müssen ins Blaue stechen und mal gucken, ob es noch Überlebende gibt in diesen beiden anderen Häusern. Ja, hier sind alle ausgeritten und offensichtlich, wie er gerade gesagt hat. Wie geil, oben sieht man jetzt sogar, wie das Feuer Rauch erzeugt über dem Haus. Da ich komme da nicht rüber. Der Schornstein raucht. Ich bin nicht so sportlich. Oh, hier, oh ja. Sache. Oh, ich bin immer so froh, ich wenn wir in unser so Auto sitzen. Ich fühle mich so mega sicher im Auto. Ja, du auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Du geht's mir auch. Wie der Motor einfach immer läuft. Ja, naja. Sehr amerikanisch von uns. Ja, wir sind das Kanadier. Aber es ist ja auch Amerika. Ja. Okay, hier vielleicht noch mehr Indizien. Alter. Ja, ich darf nicht so schnell fahren, stand da gerade auf dem Schild. Hast du aber gemacht. Nur 10 Meilen pro Stunde. Achso. Was denn? Nur ein Baumstamm. Ja, also ich glaube, wenn wir tatsächlich irgendwann mal diese Winterjacke bekommen sollten. Dann ist alles egal. Dann sind die Limits off und wir rasen einfach nur rum. Ich will das Radio nicht einschalten, da kommt nur Scheiße. Auf keinen Fall das Radio einschalten. Die haben hier einen Song. So. Die müssen nach links, ne? Ja. Und dann über die Brücke und dann quasi rechts. Bitte? Also wenn wir zu diesen anderen Häusern da wollen. Ja. Ich würde sagen, wir suchen noch nach weiteren Zeugen oder Überlebenden oder irgendjemanden, der hier vielleicht noch außer dem alten Roser, der uns ja eigentlich nichts sagen konnte, außer dass er Karibu hat. Das ist ja super, ne? Jetzt fahren wir jetzt hier rechts und müssen gleich wieder laden. Ich habe mich festgefahren. Ja, naja, ist nicht schlimm. Ja, warte, du guckst ungern nach hinten, ne? Wenn wir kurz fahren. Ja, vielleicht. Ja, hier, ne? Auf dieser Brücke ist es. Ja, genau, da lädt es gleich wieder. Komplett frei. Ladezeit. 1, 2, 3. Und zack. Boah, diese Brücke ist so dermaßen bekloppt. Jetzt echt. Na? Doch nicht? Was geht? Oh. Okay. Achso, hier ist der Dock. Ah, ja, da ist der Dock. Das ist aber cool. Ich dachte eigentlich, da lädt sie immer. Aber ich irre ich mich auch einfach. Guck mal, hier ist irgendwie was kaputt. Kannst du mal nach links gucken? Stopp schon. Warum ist hier alles so zerstört? Ist da hier der Wendigo durchgelatscht? Guck mal, da rechts auch. Was?